So, da wären wir wieder. Wir hätten gerne eine neue Tagesaufgabe. Ziehen. Oh nee. Ich spiele ihn noch für eine ganze Weile. Ich denke mal so 20, 30 Folgen sind noch drin, bis ich mal was anderes sehen will, außer den Typen mit der Notennase. Gut, Konzentration. Wir wollen nicht sterben. Wir wollen Erster auf der besten Liste werden und überhaupt. Das heißt, ich werde jetzt ultra vorsichtig vorgehen. Ah, ja. Um mich jetzt wieder an die Steuerung gewöhnen. Da ist die Blondine sehr schön. Okay, das war jetzt nicht so toll. Also wir werden ultra vorsichtig vorgehen. Die Spinne da ist nicht gut. Hops. So. Ich hoffe mal, die kommt nicht runter. So, du kommst mit. Dann wollen wir nicht jetzt schon runter, sondern wir wollen erst gucken, was hier noch so ist. Eine Fledermaus, eine Goldmünze. Au. Na. Was zur Hölle? Warum triffst du mich so häufig, du... Okay, das ist kein Rogue Legacy. Man ist nicht 2-3 Sekunden unverwundbar. Nee. Was ist da unten? Keine Stacheln. Komm, Fall. So, du läufst jetzt hier lang. Aber sieht echt nicht gut aus. Ich müsste jetzt 3 Etagen lang jedes Mal die Blondine finden und keinen Schaden nehmen, um den ganzen Murks von dieser Folge auszugleichen. Was ich nicht so wirklich glaube, dass das passieren könnte. Den Smaragd da oben noch. Da müssen wir auch wieder ein Seil benutzen. Okay. Raus. Und ich habe schon wieder den Fehler gemacht, fällt mir gerade auf. Ich wollte nicht immer sofort die Tagesaufgabe machen. Ich wollte erst in die Mine gehen, ein bisschen üben, ein bisschen wach werden, ein bisschen ins Spiel kommen und dann die Tagesaufgabe machen. Oh, ich sehe gar nichts mehr. Ja, stimmt, das ist ein altes Feature, das kenne ich noch. Du hast geschossen? Ja. Und zwar haben wir nur diese Fackel hier und die müssen wir mit uns mitschleppen, sonst haben wir kein Licht. Also eigentlich war es früher eine Box und die Box konnte man aufsplitten in mehrere kleine Lichter, aber okay. Ach, kann man die anmachen? Oh, warte mal. Ich hoffe mal, die Blondine stürzt sie nicht in den Tod. Ah, es gibt sogar Gold. Sehr cool. Was machen diese Leuchtkäfer? Oder du gehst... Ich kann nicht sehen, ob dort ein Stacheln sind. Käfer, geh mal weiter nach unten, bitte. Ja, weiter. Bisschen weiter rechts und runter. Ja, ja. Kommt noch ein Ticken runter. Ich muss gucken, ob da Stacheln sind. So wird das nichts. Was soll das runterfallen? Au. Ich glaube, ich habe gerade mit der Fackel den Käfer getroffen und der Käfer ist in die Stacheln gedrückt worden. Wegen dem Tagebucheintrag hier. Pillendreher. Das ein fliegendes Insekt aus reinem Gold. Okay, also Scarabeus. Scarabeus. So, du musst jetzt mit. Dann müssen wir taktisch da runter oder da rüber springen. Ja. Hops. Bisschen Licht machen wir so ja auch. Wie kommen wir jetzt weiter? Oh, 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 oh. Nicht, dass wir nur eine Fledermaus umgebracht hätten. Nein, sie ist auch gegen den Topf gedonnert. Ich hab's gehört. Ich hoffe mal, sie ist nicht irgendwo aufgespießt worden. Aber ich sehe sie nicht mehr. Alle hopp. Alle hopp. So. Ich höre auch keinen Hilfeschrei oder so von ihr. Ist echt nicht gut. Flop. Au, Spinne, Mist. Was hätten wir gerne? Wir hätten gerne Seile. Und wir hätten gerne einen Umhang.
Oh oh. Geist kommt. Zing. Au. Okay. Ja. Moment mal. Spielende 900 Gold. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir auf der besten Liste mit 900 Gold enden, oder? Und das Todesbild ist auch cool. Einfach schwarz. Ich bin zu feiner Paste zermahlen worden. Schöner Tagebucheintrag. Ja, aber gucken wir auf die besten Liste. Oh, ach du Scheiße. okay. Erste Tatsache. Es spielen inzwischen ein paar mehr Leute das Spiel. Zweite Tatsache. Man sollte nicht in einen Shop gehen. Denn die Sachen werden dann von der Punkteliste abgezogen. Kann man das nach irgendwas anderem sortieren? Nach was wird jetzt sortiert? Ach, nach Charakteren oder so. Wo sehe ich das? Also ich drücke jetzt die ganze Zeit immer auf X. Das ändert den Filter. Achso, das ist jetzt Gesamt. Gesamt ist Lord Blade am richtig, richtig höchsten. Aber das sind nicht meine Bekannte. Der ist in Level 5, 4? Achso, das ist von komplett Steam. Der Beste. Ich glaube, das dauert noch eine Weile, bis wir so weit kommen. Also sollten wir schön üben gehen, ne? So. 1 Million Gold, das ist ja richtig frustrierend. Also ich weiß, es gibt später eine Stadt aus Gold, wo man richtig viel Gold bekommen kann, aber da werde ich noch sehr viel Übung und sehr viel Geduld brauchen, um da hinzukommen. Flupp. Ich meine, wir haben es ja nicht mal geschafft, jetzt den Tunnelgräber in die Dschungelecke freizuschalten. Aber das kommt schon bald. Vielleicht jetzt, wenn wir ein bisschen vorsichtiger vorgehen und uns nicht dreimal von einer Fledermaus... treffen lassen. Ich wusste gar nicht, dass selbstgeworfene Projektile einem selber auch Schaden zufügen können. Haben wir wieder was dazugelernt. Okay. Zing. Ihr seid keine Skelette? Nein. Da gibt es nichts zu holen. Ich bin versucht, schon jetzt mich in den Tod zu stürzen. Einfach nur, weil ich jetzt schon einen Lebenspunkt verloren habe. Aber man weiß ja nie, was noch so kommt. Vielleicht kriegen wir jetzt hier ganz viele Lebenspunkte und dann ist alles gut. Also eine Blondine höre ich schon mal. Das ist ein gutes Zeichen. Können wir dich wegpeitschen? Nö. Okay, dann würde ich gerne zu der Kiste da. Oh, ein Kletterhandschuh. Das ist sehr praktisch. Okay. Und wir haben mal eben 6000 oder so Gold gespart. Flupp. Das kriegen wir hin. Zing. Aber ja, der Tipp mit dem Vasen immer aufheben ist ein recht guter gewesen. Vorher habe ich immer versucht, mit einigermaßen Abstand die wegzupeitschen, aber das klappt einfach nicht. Und ist das Dino-Skelett da im Boden was Besonderes? Ich spreng das mal weg. Nö, war nichts Besonderes. Na gut. Aber da unten sind Kisten und Rubine. Da will ich hin. Da komme ich aber nicht so wirklich gut hin. Na komm, lass los mit deinem klebrigen Handschuh. Ich spreng mal hier in der Hoffnung, dass die Kiste nicht kaputt geht. Und Kiste geht nicht kaputt, aber irgendwas ist da gerade kaputt gegangen. Bomben. Sehr schön. Die Blondine darf ich auch nicht vergessen, bevor der Geist gleich kommt. Die war irgendwo im... Nochmal Bomben, sehr schön. Die war irgendwo im Nordosten, also oben rechts. Hops, hops, hops. Der Handschuh ist so praktisch. So, vorsichtig, da ist ein Stachelschießding. So. Sehr gut, entschärft. Oh, Geist kommt jetzt schon. Und da ist die Blondine. Oh, nee, nicht so. Erstmal muss... Komm, ganz schnell. Und weg. Das war hektisch. Na gut, wir haben das eine Herz, das wir verloren haben, wiederbekommen. Und wir haben kein weiteres verloren. Das ist doch schon mal okay. Und wir haben einen Klebehandschuh. Oh, ein Kali-Tempel.
Und jemand, den wir opfern könnten. Aber der hat eine Schrotflinte. Das sollten wir lieber lassen. So, kriege ich dich abgeschossen irgendwie? Jo. Oh. Da ist wieder eine Falle. Um nicht zu sagen, zwei. Da ist die Blondine. Schwupp. Und wir haben genug Bomben. Bam. Oh, da ist auch ein Shopkeeper. Und eine Steinfall-Schießdingens. Wie kriege ich dich ausgelöst? Ah, so, man kann ihn nach unten werfen, das ist ja auch cool. So. Dich hätten wir gerne einfach irgendwo gegen eine Wand geschmissen. Mhm. Noch mehr Bomben, also 7 Seile, 9 Bomben, wir können da echt ein bisschen verschwenderisch sein. Aber erst musst du in Sicherheit gebracht werden. Du bringst Küsschen. So. Hops, 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 hops. Wir könnten die Spinne da wegbomben. Ich glaube, das mache ich auch mal. Ich parke dich mal hier. Genau, da bist du sicher. Dann wirst du mitgenommen. Entschuldigung. Und dann schmeißen wir hier eine Bombe hin. So. Und sie hat überlebt. Und wir haben nicht mehr so viele Bomben. Na komm, geh zu deinem Netz hin. Okay. Das wäre eh nur für eine Kleinigkeit gewesen. Also für dieses, wie heißt das noch gleich? Klebepaste für Bomben. So, dich lösen wir erstmal aus. Was war das? Ah, das war der Pfeil. Der Pfeil, der zurückgeflogen ist. Das finde ich nicht schön. Ah, stirb, doofe Spinne. Also ja, mit dem zurückspringenden Stein und Pfeilen muss ich wesentlich mehr aufpassen. Da haben wir jetzt schon viel zu viele Lebenspunkte verloren. Vor allem hat das doch gerade 2 Lebenspunkte abgezogen, richtig? Das ist ja ungeheuerlich. Ching. Jetzt schon eine Blondine. Da ist eine Spinne und ein Steinmensch. Ich gucke mal, was passiert, wenn meine Kiste sprengt, ob der Inhalt liegen bleibt. Er kommt raus. So, kommst du noch mit? Oh, hallo. Das war nicht so geplant. Ich hätte gern das Ding da tot. Genau dich. Wenn wir jetzt so viel Zeit verschwenden, dann komme ich nicht mehr rechtzeitig zur Blondine für den Geist. Also verschwenden wir Ressourcen, wie es sich gehört. So. Nehmen das alles mit. Sprengen dich, nehmen dich mit. Lassen dich da. Sprengen dich und haben dann gleich keine Bomben mehr. Vorsichtig. Wo willst du hin, Spinner? Rechts oder links? Rechts oder links? Komm schon. Ich hab keine Zeit. Jetzt. Ah. Dann soll ich gehen rüber. Du schaffst das schon. Was zur Hölle ist das da unten? Ja, du gehst mal in Sicherheit. Dich sprengen wir mal und gucken, was passiert. Neuer Charakter freigeschaltet. Hey, sehr cool. Auch wenn der gerade, glaube ich, irgendwo gestorben ist, wenn ich das richtig gehört habe. Aber okay. Du kannst du da unten den Weg nicht mal freimachen? Das wäre echt toll. Gut, Fallen sind ausgelöst. Danke, komische Frau mit Helm.
Ich frage mich, ob die freigeschalteten Charaktere auch extra Fähigkeiten haben. Also, dass die mit dem Helm zum Beispiel mehr aushält oder so. Das war sehr knapp. Und da ist der Ausgang. Das ist nicht gut, was ich hier gerade mache. Schade. Aber 30.000. Hätte ich das nicht eben machen können, als es wichtig war? Menno. Also morgen. Morgen gehen wir erst einmal in die Mine. Werde ich ordentlich wach. Und dann machen wir die Daily. Und dann werden wir mindestens in den Top 3 enden. Sage ich jetzt mal so. Und ich bin schon wieder gestorben als Tagebucheintrag. Ist sehr schön. Na gut. Jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bye bye.